Servus, liebe Freunde der gepflegten Wasser-Unterhaltung. Ich bin Ryber und herzlich willkommen zum wiederbelebten Gast-Replay-Format. Jawohl, den Anfang macht heute Pommespanzer. Wir sind auf Schweden unterwegs, eher mit den Israelis. Er sitzt momentan im Magach 5 und damit ist er auf 8-0 unterwegs. Er ist aber im Matchmaking gar nicht mal so gut dran, denn wir haben hier noch einen T55 AM1 unter anderem. Das heißt, das ist Minimum ein 8-7er Gefecht. Gefahren wird gegen Deutsche, Briten, Franzosen und Schweden. Und er fährt hier schon straight zu A. Der Magach 5, ja nichts anderes als, was war es denn, M48, den sich die Israelis halt entsprechend selber zurechtgebastelt haben. Das 8-0er Deck von den Israelis ist ganz gut bestückt, was Fahrzeuge angeht, aber diese Fahrzeuge, weil halt viele von den Magachs hier mit dabei sind, ja, sind halt von der Mobilität her nicht so gut aufgestellt. Ah, er hört jetzt hier auf der linken Seite ein Fahrzeug. Ich würde mal behaupten, dass das ein Leo ist, so wie sich der Motor anhört. Ja, es ist ein Leo. Sehr schön. Hier hätte man sich jetzt auch dazu entscheiden können, aus der Third Person da um die Ecke zu fahren. Zumindest so lange, bis man den Leopard sieht, weil dann wäre nicht gegen das Hindernis gefahren, was ihn kurz gestoppt hat. Aber er hat den Leo rausgenommen, damit Abschuss in Nummer 1. Und er hat auch schon eine Zone gecappt. Die AP-FSDS auf dem Magach 5 ist die M111 mit 335 mm Durchschlag auf 100 Meter bei 0 Grad Aufschlagswinkel. Die ist für die BR-Spanne, also nach 7-0 runter und nach 8-0 hoch, nach 9-0 hoch, ganz solide. Kann man mitarbeiten. Die Zusatzpanzerung am Magach 5, die, ja, kann an der einen oder anderen Stelle euch mal den Hintern retten. Allerdings, ihr seht das hier vorne, ist die Unterwanne bei Magach 5 ja die absolute Schwachstelle. Hier, ja, also wer euch da reinschießt, der hat eigentlich gleich schon seinen One-Shot. So, das macht er hier gut. Er bleibt hier stehen und schaut ein bisschen mit der Third Person um die Ecke. Und wartet ein bisschen ab. Auch das macht er jetzt gar nicht mal so schlecht. Weil er hier momentan auf A alleine ist. Der Heavy da vorne, das müsste eigentlich der T32 gewesen sein. Wir schauen hier gerade mal. Ja, genau, der T32 E1, der hier außen ist und stehen bleibt. Macht er da eigentlich ganz gut. Der PBV 501 kommt hier hinten. Ich denke, er kriegt auch gerade mit, dass der PBV beschossen wird. Aber er scheint gerade, glaube ich, nicht ganz zu verstehen oder mitzubekommen, von wo die Gegner kommen. So, was ich jetzt hier an der Stelle gemacht hätte, ich hätte mich noch ein Stückchen weiter reingedreht, weil er zeigt jetzt hier trotzdem seine rechte Kette noch und der PBV kann ihm hier in die rechte Kette noch reinschießen, ohne dass Pommespanzer da eigentlich groß was machen kann. Das hätte aber natürlich vorausgesetzt, und das wäre jetzt der nächste Punkt gewesen, dass der PBV halt eben nicht überpiekt, was er nun gemacht hat, und Pommespanzer hier entsprechend seinen Schuss dann auf den PBV anbringen konnte. Sehr gut, sehr ruhig gemacht. Ich lasse jetzt mal eben gerade die Markierungen an. Ah, der M4 ist auch in so einer Runde auf dem BR maximal nutzlos. Jetzt hat er gesehen, dass der T32 E1 rausgegangen ist. Also orientiert er sich gleich um. Also hier muss man schon sagen, hat Pommespanzer gute Übersicht. Er achtet auf die Minimap. Das ist sehr schön zu sehen. Das machen tatsächlich nicht viele. Und auch hier könnt ihr euch das ein bisschen tatsächlich abgucken. Da vorne
sein Teammate. Das müsste eigentlich, glaube ich, immer noch der M4 sein. Jawohl. Schön hier auf den Leo gewartet. Hat er gut gemacht. Ja, gleich mal eben kurz die Position wechseln. Auch gut. Er verlagert sich gut. Sieht jetzt auch wieder auf der Minimap, dass der Sherman rausgegangen ist. War sowieso klar. Also wie gesagt, maximal nutzlos der Sherman hier an der Stelle. Jetzt der Stritzwagen 81, der geschossen hat. Ah, das war ein bisschen sehr optimistisch vom Stritzwagen. Da hat er gehofft, dass er seine Coppola durchschlagen kann. PBV. Na, ich würde jetzt... Ja, sehr gut. Noch ein Stückchen weiterfahren. Er riskiert es jetzt. Keine Ahnung, wo der PBV ihm dahin geschossen hat. Aber eigentlich sollte die Munition des PBV in der Lage sein, ihm hier durch die Kette vorne zu schießen. Aber da ist die Munition nicht durchgegangen. Hat er Glück gehabt. War gut. In diesem konkreten Fall gibt ihm der Erfolg recht. Wir sind schon bei 5 Abschüssen. Ass hat er voll gemacht. Und er macht das hier wirklich sehr gut. Er hat die Ruhe, er hat die Übersicht, er kennt die Anfahrtswege, die natürlich, wenn man auf die Minimap achtet, natürlich nicht schwer zu erraten sind. Und er sorgt jetzt natürlich dafür, auch wenn er jetzt hier nicht wirklich dynamisch unterwegs ist, sorgt er natürlich dafür, dass er seinem Team zumindest den letzten Punkt noch saved. Da hören wir wieder was. Jawohl, da vorne steht ein leichter Kampfpanzer M41. Ich glaube aber, er kann gerade nicht so richtig orten, von wo der Motorensound kam. Deswegen hat er, glaube ich, gerade nach links geschaut. Oh! Ja! T-54. Hat er gut gemacht, stand da. Und da war Pommespanzer natürlich ein bisschen im Nachteil, weil er hier entsprechend, ich hätte beinahe gesagt, überpiekt hat. Aber das ist natürlich in so einer Position ein einladendes Geschenk für so einen T-54. Ja, der schießt einem dann schön vorne durchs Kettenrad und dann in die Seite rein und dann ja, ist man da eigentlich schon komplett raus. Jetzt ist er im Shotcall Aleph unterwegs. Hier in Anführungszeichen nur APDS mit 263 mm bei 0 Grad auf 100 Meter. So, da vorne steht der T-54, der ihn rausgenommen hat. Direkt vorne durch den Keil. Der Schuss war wirklich... Also der war gut, muss man sagen, wie es ist. War wirklich gut, aber das ist so ein Ding, kennt ihr vielleicht von der einen oder anderen Stelle auch bei mir im Stream. Ja, so ein Drive-by-Shot, der dann auch noch durchgeht. Also hier glücklich gewesen, aber trotzdem, Glück gehört natürlich auch bei solchen Runden dazu. War ein schöner Schuss. Und auch hier sieht man, was Pommespanzer hier so versucht. Er versucht natürlich hier jetzt nicht direkt auf A zuzufahren, sondern den Gegner so ein bisschen zu umfahren, um dann eventuell ihn entweder von der Seite oder vielleicht sogar mit ein bisschen Glück von hinten zu erwischen. Die Problematik ist halt hier immer, man hört halt die Fahrzeuge relativ früh, egal ob das jetzt die eigenen Teammitglieder sind oder Gegnerfahrzeuge, man hört sie halt einfach extrem früh. Da vorne steht der T-54 und gerade wo ich sage, man hört sie extrem früh, okay, jetzt ärgert er ihn auch noch ein bisschen. Also entweder ist der T-54 gerade AFK gewesen oder er hatte einen Disconnect. Ich würde jetzt mal behaupten, dass er AFK gewesen ist.
Das ist natürlich jetzt ein geschenkter Abschuss, aber trotzdem, Abschuss ist Abschuss. Aber der sah schon sehr AFK aus, vor allen Dingen, weil er ihn ja frech vorher auch noch mit dem MG angeschossen hat. Aber eigentlich hätte der T-54 Pommespanzer hier hören müssen, weil die Fahrzeuge der Centurions und nichts anderes ist ja so ein Shot, doch schon recht laut sind. Und die Dinger ja auch schon ziemlich, ziemlich schwerfällig sind. So, Recap bei A. Sieben Abschüsse, wir sind gleich bei zwei gecappten Zonen. Das müssten jetzt ungefähr 2400, 2500 Punkte dann sein. Jawohl, 2509. Ah, die Runde wird ganz klar verloren gehen, das sehen wir hier schon, aber das macht nichts. Es ist auf jeden Fall, kann man schon sagen, eine gute Niederlage. Da vorne der Leo, da hört er dann auch schon hin. Das macht er gut. Und das ist ja auch das, was ich immer sage, hören ist extrem wichtig im Spiel, ja. Also ich habe jetzt hier auch gerade meine Kopfhörer auf und ich höre den Leo auch schon. Also da muss man ganz klar sagen, da hat Pommespanzer definitiv die Übersicht und auch die Ruhe und auch das gute Gehör. So, und ihr seht, die Runde geht jetzt nur noch 10 Sekunden, deswegen halte ich das Replay hier an dieser Stelle an. Am Ende 2789 Punkte, zwei Zonen gecapped, 8 Abschüsse gemacht, einmal selber rausgenommen worden durch einen wirklich, aber das passiert uns allen, einen unnötigen Fehler, der aber wirklich uns allen mal passiert. Insofern, ja, dieser Fehler ist zwar an der einen oder anderen Stelle vermeidbar, aber er passiert halt eben. Trotzdem, alles in allem, sehr, sehr gute Übersicht, sehr, sehr gut auf die Minimap geachtet. Also man hat es wirklich in vielen Situationen hier in dieser Runde gesehen, dass Pommespanzer hier die Übersicht bewahrt und sich auch in Positionen begibt, in denen er auch selber nicht gleich vom Gegner gesehen wird. Das heißt, irgendwo hinter einer Häuserecke stehen, hinter einer Wand stehen, Third-Person-Ansicht benutzen, dann rausfahren, wenn der Gegner ihn nicht sieht. Oder eben auch rausfahren, wenn der Gegner geschossen hat und im Reload ist. Also hier kann man ganz klar sehen und sagen, dass Pommespanzer schon weiß, was er tut. Das war eine sehr schöne Runde. Ein gutes, ideales Beispiel, auch wenn er die Runde am Ende verloren hat. Aber er hat hier wirklich gezeigt, ja, wie man für sich das Beste noch entsprechend rausholen kann und wie man vor allen Dingen auch die Übersicht bewahrt. Also hier könnt ihr euch auf jeden Fall, wenn ihr noch so ein bisschen Tipps braucht, eine Scheibe von abschneiden. Ich erkenne da so meinen Spielstil ein bisschen wieder, weil viele ja auch immer sagen, ja, du bist viel zu passiv und bliblablub und all solche Geschichten. Da könnt ihr halt eben mal sehen, wie es am Ende dann halt eben ausgehen kann. Und man muss hier ganz klar sagen, Pommespanzer hat die Situationen richtig eingeschätzt. Er hat sich nicht weggeworfen, er hat so lange wie möglich versucht, seine Kanone im Spiel zu halten. Klar, jetzt hat das Gegnerteam auf B und C deutlich mehr Druck gemacht, muss man halt eben auch so sehen, wie es ist. Diesem Druck sind seine Teammates nicht gewachsen gewesen, aber ja, was will man machen? Man kann natürlich dann anfangen, Feuerwehr zu spielen und durch die Gegend zu eiern und versuchen, alles irgendwie zu löschen an Bränden, was rundherum um die anderen Cap-Punkte noch passiert. Aber da läuft man natürlich Gefahr, seine Panzer unnötig wegzuschmeißen, sich in Gegnerhorden reinzubegeben, wo man glaubt, die kommen gerade frisch aus Mordor, weil es so viele sind. Und dann ist man natürlich im Hintertreffen, wenn ja man den eigenen Reload dann noch mit einberechnen muss. Also hier unterm Strich sehr solide, sehr, sehr gute Runde. Kann man sich auf jeden Fall ein bisschen was von abgucken. Pommespanzer, dir vielen herzlichen Dank fürs Einreichen. Hat Spaß gemacht zuzugucken. Ich denke, wir haben auch alle ein bisschen was mitnehmen können. Wenn ihr mir auch ein Replay schicken wollt, dann packt das Ganze einfach in eine E-Mail, beziehungsweise schaut euch das Video dazu an. Das verlinke ich euch hier rechts in der Infobox nochmal oder im ersten angepinnten Kommentar. Dann könnt ihr euch das nochmal durchlesen, dann muss ich das auch nicht immer aufs Neue erklären. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt, euch auch mal hier eventuell in dem Format zu sehen, dann schaut euch das Video an, wie es mit den Gastreplays funktioniert und vielleicht landet ihr dann auch hier in diesem Format. Ich wünsche euch einen schönen Restsonntag. Lasst
lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann gerne auch den Abo-Button durchdrücken. Ich freue mich nach wie vor über jeden neuen Zuschauer, der den Weg zu meinem Kanal findet. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Euer Raibun.